Hallo zusammen, das ist der Oliver von gitarrenunterricht.ch. Heute ist der, wenn ich mich nicht täusche, Montag, 4. Januar 2016 tatsächlich. Und das wäre mein erstes Video in diesem Jahr. Meine Schüler sind noch nicht alle zurück aus den Ferien. Ich habe nicht so viel zu tun am Abend im Unterricht. Ein paar Lektionen, vielleicht 4, 5, weiß nicht. Also Zeit, eine Aufnahme zu machen. Auch das Wetter, grau in grau und regnerisch. Perfekt für ein Video. Das Thema heute ist das Üben. Wie viel, wie oft, wie lange? Nun, wir haben pro Woche 7 Tage zur Verfügung. Das heißt, unser Üben wird zwischen 1 oder 0 und 7 Tagen geschehen, von der Häufigkeit her. Und ich plädiere für 4 Tage Üben, mal als soliden Mittelwert. Du kannst 5 Tage üben, du kannst auch 6 Tage üben natürlich. Du kommst dann vielleicht auch in die Überbelastung. Vorsicht, wenn was schmerzt, zum Beispiel bei uns Gitarristen das Handgelenk, wenn du merkst, Schmerz geht nicht wirklich schnell weg, Pause einlegen, mehrere Tage, ich sage 2, 3 Tage. Wenn es dann noch nicht weg ist, so lange eine Pause machen, bis der Schmerz komplett verschwunden ist. Wenn dich das wiederholt, an der Haltung arbeiten, Arzt aufsuchen, wie auch immer. Also wir wollen nichts überlasten, keine Sehnenscheidenentzündung. Dieses Ding habt ihr dann vielleicht Monate und ihr bringt es nie mehr richtig weg. Ihr seid anfällig darauf. Also lieber weniger als mehr. Speziell wenn ihr am Anfang steckt, fährt das langsamer auf. 4x 20 Minuten üben am Anfang pro Woche ist genug. Dann fährt es rauf auf 30 Minuten und so weiter. Kein Problem. Übt eher nicht 7x pro Woche, es bringt nicht wirklich viel mental, physisch stellt es eine große Belastung dar. Also eher 4, 5x, Freaks, okay, 6x, wenn ihr es gewöhnt sind, nicht ein Problem. Wenn es eine halbe Stunde am Tag ist, kann man 6x auch eher machen. Wenn man dann natürlich 3 Stunden pro Tag übt, sieht es anders aus für die Freaks unter euch. Nun, gehen wir in die andere Richtung. Die andere Richtung wäre weniger üben als 4x, sondern nur 3x. 3x ist so, wenn ihr wirklich optimiert übt, wenn ihr genau wisst, an welchen Tagen sollt ihr üben, wenn ihr vielleicht am Unterrichtstag, falls ihr in den Unterricht geht, noch einen kleinen Review macht, nur so 10, 15 Minuten schaut, was hat der Lehrer gesagt, am Folgetag übt, dann wieder übt, dann 2 Tage nicht wieder üben, da kommt ihr auch irgendwo wahrscheinlich hin. Aber ihr seid im unteren Minimum und ich rate euch nicht durchzustarten, weil wenn ihr sagt, 3x ist mein Ziel, 1x könnt ihr nicht, es ist 2x und bei 2x ist es nicht so toll, wirklich nicht. Da kämpft ihr gegen permanentes Vergessen an. Ihr bringt die Automatismen nicht so gut hin, das ist nicht gut. 1x üben, nein. Anderes Hobby suchen vielleicht wäre dann besser. Kann mal passieren natürlich, kann sein, du bist beruflich belastet, kein Problem. Wir sprechen hier von durchschnittlichen Werten. Wie lange üben? So erwähnt habe ich 20-30 Minuten für Anfänger, super gut. Kann auch langfristig so sein, bist du ambitionierter. 1 Stunde pro Tag darf es dann sein, mit E-Gitarre, Improvisation, stilistisch auch breiter. Willst du noch mehr, 1,5 Stunden pro Tag, ja, wenn du dann noch mehr machst, kommst du so in den Freak-Bereich langsam. Ich sage mal 2 Stunden, da bist du dann schon ziemlich intensiv dabei, das machen die absolut wenigsten pro Tag. Dann haben wir, sag mal, Semi-Pro 2,5, 3,5 Stunden pro Tag, das macht fast niemand. Aber das sind die Leute, die extrem drauf sind und durchschnittlich 3 Stunden pro Tag ist für die so das, was sie halt täglich machen. Also 15 bis sogar 20 Stunden pro Woche für Semi-Pro-Anwärter, die das Ziel im Kopf haben zumindest. Man kann es auch anders sagen, man könnte, ich habe euch ein Excel-Sheet bereitgestellt auf meiner Webseite, findet ihr unten in der Beschreibung einen Link, dort könnt ihr eure Werte eintragen, diese Werte sind, muss ich schnell schauen, eure totalen Übungsstunden, da werden wir drüber sprechen, dann in wie vielen Jahren wollt ihr, nicht Tagen, Jahren wollt ihr eure langfristigen Ziele erreichen, dann wie viel habt ihr durchschnittlich Übungstage pro Woche. Und wenn ich da schönes Blatt nehme. Ich hoffe, ich bin nachher in der Lage, euch das einzublenden.
Habe ich veranschlagt für einfache Begleitung auf die Gitarre mit Strumming-Technik, mit Fingerpicking, mit diversen, vielleicht ein Dutzend Akkorden, plus, ich sage noch, spezielle Techniken, wie ihr besser spielen könnt, verschiedenste Spieltechniken, 100 Übungsstunden. Das ist für mich so mal das, was ihr bereit sein müsst, solltet, zu investieren. Der tiefste Stand. Das wäre die totalen Übungsstunden, um diese einfache Begleitung plus ein bisschen mehr auch zu erreichen. Dann haben wir da Kontrast. Profi 10.000 Stunden. Jawohl, kleines Rechnen, ich will euch nicht demotivieren, aber du übst eine Stunde pro Tag, also 5 Stunden pro Woche, sagen wir mal, 20 Stunden im Monat, 240, sagen wir 250 Stunden im Jahr, nach 4 Jahren hast du also 1000 Stunden geübt. Kopfrechnen ist ja nicht so einfach. Und dann geht es so 40 Jahre, bis du Profi-Niveau erreicht hättest. Theoretisch, das sind sehr theoretische Werte natürlich. Und ist aber auch nachvollziehbar, wenn du sagst, ich will zu den Profis gehören, wirklich super gut sein und du bist nur bereit, eine Stunde pro Tag zu investieren, währenddem die Profis ein Mehrfaches davon machen, 5 bis 10 Stunden pro Tag, das kann ja nicht gehen, oder? Dann als Semi-Profi habe ich veranschlagt mit 3.000 bis 6.000 Stunden, ambitionierter Amateur, 2.500 Stunden, interessierter Amateur habe ich mal gesagt, 1.000 Stunden, umfangreicheres Spiel im Vergleich mit einfacher Begleitung, 500 Stunden, ich hätte schreiben können 250 bis 750 Stunden, das sind sehr vage Werte, ich habe 500 reingeschrieben, fühle mich nicht so wohl dabei, aber ja. Dann geht es darum, dass ich mal ein praktisches Beispiel mache, das ist in diesem Excel-Sheet, ich versuche es auch einzublenden, dass ihr euch runterladen könnt. Da habe ich eingesetzt, total Übungsstunden 1000, um ein Niveau zu erreichen, interessierter Amateur. Ich sage mir, ich will diese Übungsstunden, diese 1000 Stunden innerhalb von 5 Jahren erreichen, mit Übungsintensität, durchschnittliche Übungstage pro Woche 4. Dann stellen wir fest, es gibt 200 Übungsstunden pro Jahr und runtergerechnet ungefähr auf den Tag wäre das also eine Stunde. Genau. Und da siehst du, bist du in diesem Bereich, willst du interessierter Amateur sein, in ein paar Jahren gut mithalten, Band spielen und so weiter. Mit einer Stunde pro Tag ist das ein realistisches Ziel natürlich. Wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt einen Kommentar, Kritik ebenfalls dort rein, aber schön anständig bleiben. Und ich freue mich über jeden Thumb up. Weniger freue ich mich über den Thumb Down, weil man weiß ja nicht, warum jemand das macht. Keine Ahnung, schlechte Laune oder ich, schlechtes Wetter. Oh, übrigens, das Wetter hat sich wirklich geändert, schlagartig, unglaublich. Ich sehe ein bisschen blauen Himmel da oben. Cool. Dann wünsche ich euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Euer Oli.